Hallo und willkommen zurück zu The Journey Down, drittes Kapitel mit deutschen Untertiteln. Ja, wir stehen hier mitten in Sankara. Wir haben eine randalierende Meute, die gegen die Zerstörung der Stadt protestiert. Und ja, wir haben hier Pablo und den Polizisten, die ein bisschen, ja, Stress miteinander haben. Und ich will doch mal nachhören, was hier eigentlich genau los ist. Hey man, what's up? The Revolution's what's up, man? Who are you? Name's Pablo del Toro. They call me that because I'm a real beast, man. You can't tame the beast, man. Nice. I'm Buana. Real nice to meet you, Buana. You find the fight, man? What you fighting for? For the whole city, man. Ain't you heard, man? Marobo keeps demolishing, man. Soon there's nothing left. We gotta make a stand, man. The revolution is now, man. Have you heard of a guy named Moorhead? Yeah, name rings a bell. Some kind of conspiracy nut, right? Think I heard something about him on the news someday, but don't remember much. Why you asking? Looking for him. Sorry, can't help you there, man. Okay. So what do you know about Marobo? The mayor's gone loco, man. She used to run St. Armando all right, but this new relocation program is off the wall, man. Whole city is going straight to hell, man. The mayor and her chicken piggies, I gotta go. We gotta tear down the system, man. Starting with these bullshit barricades, man. Okay, weiter? You know what's behind the barricades? I don't know, man. Whatever the mayor's got going on behind that thing, it can't be good. They're doing everything they can to cover it up. And whatever it is, it's taking up a whole lot of space right here in Sankara town. And that's pissing Pablo del Toro off real good. Also irgendwas Komisches geht hier vor, ne? So richtig wissen tun wir es noch nicht. Right on! So how you gonna stop them? Let me show you something, man. We're gonna break their morale, man. I got these big chickens shaking. Watch this, man. It's a man for brains. Come a little closer and I'll serve you a fist full of anger, man. Straight from the kitchen of pain. Ja. Funktioniert. He's shaking, man. He's so afraid he don't dare look this way, man. Right on, man. You gotta keep on fighting, man. You're right, man. Pablo's never gonna surrender. Come here, you big burro. Sir, step back, or I'm going to have to shock you again. Come on, chicken. You got nothing on Pablo. Und wieder. You can't ignore the revolution. It's coming for you, man. Gut. Wir wissen immer noch nicht, wo wir unseren Moorhead finden. He does not look like the kind of guy I wanna mess with. Dann fragen wir doch mal die Menge. Wow, there are a lot of people here demonstrating. They must really be angry. Hear me, citizens of St. Armando. For a brighter future, we must sacrifice now. Was? Obey and be rewarded. Disobey and be punished. Well, she seems nice. Ja, ist eine liebenswürdige Frau. Gabi, hast du noch was Neues zu sagen jetzt? Come on, let's go, Gabi. Sorry, Buana, as long as we're on the assignment, I can't budge. We've got some more recording to do before we can leave. Hey, can you guys keep it down? You're gonna blow the mic. Das ist doch ein Fall für das Lufthorn. I'm gonna have a lot of fun with this. What the hell was that? It's me, man. Must have been one of those noisy protesters. Aw, hell. That loud noise blew my microphone. Oh. Looks like we're gonna have to call this a wrap after all. Right on, Buana. Now, let's go check out that microfilm. Right this way. Na, also. Hey, Wasi. I brought a friend. Hey, it's that reporter from the news. Freeze. Ooh. Easy now, cowboy. I'm just doing my job here. Your job? You mean spreading government propaganda? Y'all telling lies to keep us all down. And now you're gonna spread lies about the resistance rockers? Resistance rockers? Listen, Colonel Crackpot, I couldn't care less about you and your lame-ass garage band. I'm here for a bigger story.
Ooh, now you better watch your mouth, girl. Yeah, this ain't no little garage band. It's a rock and roll revolution, man. Our music's gonna change the world. Change the world with rock and roll, huh? That's hilarious. I'm glad we brought the camera. You guys would fit right in on Comedy Hour. Hey, yeah, boy, yeah. Let me put a couple of bullets in her. See how funny she thinks that is. Don't waste your ammo. She ain't worth it. Anna, what kind of nut jobs are you hanging out with, man? Just rig the video. Das ist eine gute Frage. Das sind Rocker. So, die Kamera wird an das Kabel angeschlossen. Okay, I've connected the camera to the TV. Jetzt schalten wir das Ding nochmal ein, oder? The video camera is connected to the TV. Ja. For a brighter future, we must all sacrifice. As the mayor of St. Armando, I have stated a zero tolerance policy against civil unrest. Obey and stay calm, or be calmed by force. Muss ich die jetzt noch irgendwie einschalten? What are we doing here again? You were gonna show me the microfilm, remember? Ach so. Why don't you hook it up to the TV? Danke, 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 Gabi. Ich wollte dir ja den Film zeigen. Warum waren wir eigentlich hier, ne? Guys, look here. Kleines Detail vergessen. Wow. Man, that's some serious business right there. See? We got to work together, or they're gonna burn this city to the ground. This is exactly what Professor Moorhead was talking about. I thought he was a complete lunatic. The network made me cut his theories from the story. It all sounded crazy. I had no idea. Er hatte recht. Told you, fool. You're a tool of the government. Ain't got no backbone to stand up for the truth. All right, that's it. I'm out of here. Damn straight you're out of here. Gabi, wait. Yeah, go on back to your network execs and tell them we don't want no part of their lives. The revolution will not be televised, sister. Okay. Man, what a bonehead. Where did you find that guy? I know he can be kind of maxed out sometimes. Yeah, to say the least. Worst thing is, he's right. Huh? The network is censoring all of our news stories. Every single word broadcast over the Armando News Network is controlled by the people above. I've had enough of spreading this bullshit propaganda. Get in the car. I need to show you something. Oha. Es bleibt weiterhin mysteriös, was hier passiert. This is Agibo University, where the professor used to work. If you're serious about finding him, this should be a good place to start looking. I'm gonna get down and dirty with some real journalism, and for once, the network can't stop me. I'm going rogue. Ha! That's the spirit, Gabi! We're gonna blow this story wide open, Buona. You have my word. Und tschüss, Gabi, lässt mich hier einfach stehen. So this is the university where Professor Moorhead works. I wonder if he's hiding in there somewhere. So, eine Brücke. Hier geht's irgendwo hin. This is a nice park. Was hat's mit der Brücke auf sich? Noch nichts, wahrscheinlich. Anyone down there? Cool, a frog. Come here, froggy, froggy. Oh, nobody told me frogs could bite. Ja, schade, ne? Was kann diese Urkunde eigentlich? It says Certificate of Purity. Ja, okay, stimmt. Da war ja was. Gehen wir mal in die Uni rein. Notausgang. Also zur Tür rein und mal gucken, was drin los ist. Wahrscheinlich nichts. Ah, es war klar. Und da komme ich nicht hoch, ne? Doch. War einfach. Oh, this must be where the university store all their old junk. Oh, these boxes are full of magnets. I
I'm sure they won't mind if I borrow one. Borrow. Ja, du wirst ihn bestimmt wieder zurückgeben, ne? Kisten, Kisten, Monitore. Hey, I can see all the different rooms in the university from here. This must be some kind of surveillance system. I wonder what these machines do. Aha! I bet this is where all the recorded surveillance footage is stored. Okay. Alles klar, also ich werde mir wahrscheinlich dann irgendwann Aufzeichnungen anschauen zu einem Datum, das ich jetzt noch nicht kenne. Looks like these boxes are full of old university paperwork. I doubt Professor Moorhead is hiding in there. Das glaube ich auch nicht. Also ich werde mir Ach, Moment. Der ist doch verschwunden, also muss ich rausfinden, wann? Vor 2 Wochen? Und kann mir eventuell hier, wenn ich das Datum genau weiß, anschauen, wie er verschwunden ist, oder? Das klingt doch gut. Yep, this has got to be Lena and Moorhead's office. It's a map of St. Armando. With the barricaded area clearly marked smack dab right in the middle of the city. Er wusste einfach zu viel, deswegen musste er verschwinden, ne? Hey, what's this? This must be Moorhead's secret underland research. Ich werd doch nicht, Okay. Auf diesen Seiten finden sich die selten veröffentlichten Erzählungen des zweiten Tauri-Zeitalters, so wie sie von Anguia überliefert wurden. Wir sind ihnen für das heutige Verständnis zum Unterland zum großen Dank verpflichtet. Aufgrund diverser das Unterland betreffender Gesetze sind Jahrhunderte akademischer Arbeit der Zensur der Regierung zum Opfer gefallen. Durch ihre rücksichtslosen Handlungen haben unsere Anführer unsere mystische Vergangenheit ausgelöscht und kriminalisiert. Unsere Zivilisation befindet sich am Rande der kompletten Ignoranz. In diesen schweren Zeiten historischer Vernachlässigung sehe ich es als meine Aufgabe, die Geschichten der Anguia und der Ältesten zu bewahren. Das Horn der Avaquan. Ich mag jetzt nicht das ganze Buch vorlesen. Ich klicke jetzt einfach mal auf jede Seite und ihr könnt es euch ja durchlesen, indem ihr ganz kurz auf Pause klickt. Würde jetzt mal behaupten, dass das nicht unbedingt von größter Wichtigkeit für die Story ist, sonst würde ich das Buch auch einpacken können. Aber das scheint nicht zu funktionieren. So. Full of used tea bags. Ja, lecker. A piquant herbal eel bladder blend from the mysterious depths of Pango Kubwa. It's piquant, all right. Piquant and moldy. I bet old Morton from the lighthouse would have loved this. I take al pasto. Nimmst du doch nicht mit, ne? Eine Uhr. Looks like the clock stopped when it fell down on the floor. Ach, krieg ich da mein Datum her? 6:42. It's stuck at 6:42. 6:42, den Tag müssen wir noch rausfinden. Okay. Hey, it's Lena. And that must be Professor Moorhead. This must be from one of the expeditions together. It's an old article from the Armando Daily. The Key of Elders. Na gut. Also, 6:42. Merken wir uns mal. Me and Kito used to have a lot of fun with these copy machines back when we were kids. But then my, behind got way too much attention. So they sort of banned us from the print shop. Oh man, sort of paper. Ach, das ist aber schade. Finden wir noch, ne? Bücher. Wow, looks like Lena and Moorhead have done a lot of reading.
Der Computer geht auch nicht mehr. They really busted this computer up good when they raided the place. Eine Notiz. Hey, what's this? It says Gas and Charter. This must have been what led those goons to Kingsport Bay. Looks like Lena's handwriting. Ja, das war der Grund, warum die bei mir aufgetaucht sind. Also bei mir, jetzt fange ich schon an, bei mir zu sagen. Bei Buana und Kito. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich nehme immer die Identität der Charaktere ein bisschen zu ernst, oder? Oder zu sehr an. 6.42 Uhr, jetzt gehen wir gucken. 2 Wochen zurück. Ich meine, 2 Wochen hat Gabi doch gesagt, oder? Also... Ups. Juli, machen wir 14 Tage zurück. Ups. Moment. Das springt ja gar nicht über. Also, 5. Juli war eingestellt. Der Juni hat 30 Tage. Also ungefähr auf dem 21. Juni. Not enough interest here. Ja, Pi mal Daumen wird schon hinhauen, ne? 20. Not enough interest here. 19. Nicht Mai. Not enough interest here. Müssen wir doch vielleicht ein paar Minuten nach vorne gehen. Oh, jetzt kann ich aber echt einfach mal lange ausprobieren, gell? Of interest here. Also doch auf 42 vielleicht, ne, wenn der Tipp schon so gegeben wird. Not of interest here. Not of interest here. Ich glaube, das kann ich jetzt sehr lange weitermachen, aber... Not of interest here. Braucht da noch ein bisschen mehr Hinweise, glaube ich. Should probably be careful with this door. Okay. Warum? Krieg nur eine Uhrzeit. Das Buch hilft mir nicht weiter. Nee. Kriege ich irgendeinen Tipp für das Datum hier? It's an old article from the Armando Daily. The Key of Elders. Hey, it's Lena! And that must be Professor Moorhead. This must be from one of the expeditions together. Kein Tipp aufs Datum. A map of St. Armando. With the barricaded area clearly marked smack dab right in the middle of the city. Okay. Bücher, Bücher, Bücher. Nur Bücher. It'd take me forever to read through all these books. Vielleicht muss ich erst herausfinden, an welchem Tag er wirklich verschwunden ist. Gehe ich mal raus aus der Universität.
und guck mal, was hier hinten los ist, ne? Ah, okay. Das Rätsel muss doch jetzt direkt in der Uni lösbar sein eigentlich. Aber ich gehe noch einmal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Hey, do you mind if I change the channel? This aerobics thing is getting a bit, samey. This aerobics finals, very important show. Oh, wow, never mind then. Wanda, no mess with TV. Bad TV karma ruin aerobic championship. Yeah, Buona. You should probably back off before he starts throwing knives again. Okay. They must be carrying something that interferes with the TV. Magnet. Doesn't need any magnetizing, man. What? Aerobics championship. Where you go? Lousy reception again. Take a deep breath, honey. No, I hate lousy reception. Thabo, stop. I kill you, TV. Thabo. Ay. Sorry, Makina. I get new TV. If you say so, honey. Jetzt haben wir das Messer. Okay. It's no use. It's trashed. War ja doch schon mal gut hier zu schauen, aber. Ja. Hi, Mister. My mommy makes the best juice in Sankara Town. You wanna try some? You look friendly. You can have a glass for free if you want. Das ist nett. I told you. Oh wow, really? Yeah, I think everyone who's friendly should have free juice. Das ist aber nett. Did you like it? This is delicious. Yeah, mommy makes the best juice, doesn't she? She's an amazing woman. She sure is. Thank you. You want more? Listen, sweetie, we can't just give away free juice to everyone who's nice to us. Why not? Because of the eviction, sweetie. We're about to get thrown out on the street. We need the money, sweetie. I don't care about money. I care about friendliness. You're friendly, aren't you, Mr.? So süß. Sweetie! My mommy doesn't have a boyfriend. I think she likes you. Sweetie, please! Ach süß, jetzt geht ja noch mal was groß in der Liebe. Ich wüsste nicht, warum ich euch das Hackebeil geben soll. Kann ich es dir geben? I don't think arming him is a very good idea. Oh doch, ich fand das jetzt schon. Aber hier nichts weiter. What's up, Pablo? The Revolution's what's up, man? All right, catch you later, Pablo. Keep fighting the power, man. Na gut. Ja, bis jetzt lief's ja eigentlich gut. Jetzt habe ich doch mal den ersten kleinen Hänger hier. Ich glaube, das Rätsel muss ich hier bei der Uni lösen. Da bin ich mir irgendwie recht sicher, aber...
Mir fehlt noch der richtige Hinweis, ne? I should probably be careful with this door. Nichts, also ich laufe jetzt hier im Kreis mittlerweile, ohne dass ich jetzt gerade weiterkomme. Und alles untersucht hier. Computerbücher. In der Pinnwand ist nichts Neues. Nee. Also irgendwie habe ich auch nichts übersehen, habe ich das Gefühl. Ein Porträt. Wow, I wonder why people in academics always gotta look so goofy. Nur die Tür hier, sonst nichts weiter. Gut, also. Dann würde ich doch an dieser Stelle sagen, ich höre jetzt hier mal auf, muss mir mal Gedanken machen, muss mir die Videos mal anschauen, vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen oder irgendwas verpasst. Ja, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es drunter. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht schon früher einen Geistesblitz habe und dann doch mit der nächsten Aufnahme schon starte. Das werden wir dann sehen. Schreibt mir eure Kommentare drunter. Bitte denkt dran, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsideen zur Übersetzung habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich würde sie dann an die Jungs von Sky Goblin weiterleiten. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank, euer Matze.